Nächster Redner kommt von der ÖVP, Friedrich Ofenauer. Danke, Herr Präsident, meine Herren Bundesminister, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Zuseherinnen und Zuseher. Beim sogenannten Kinderrückführungsgesetz geht es um ein sehr sensibles Thema, weil es sich um ein höchstpersönliche und meist emotionale und problematische Beziehungen handelt. Es beschäftigt sich mit der Problematik internationaler Kindesentführungen. Grundsätzlich soll das Kind im Fall einer Entführung in das Ausland wieder in den Staat zurückkehren, aus dem es entführt wurde, bis der eben dafür zuständige Staat über das Sorgerecht entschieden hat. Damit soll die Entscheidung des Entführers wieder rückgängig gemacht werden. Solche Situationen und Lebensumstände sind für alle Beteiligten sehr belastend. Deshalb sollen Entscheidungen rasch getroffen werden. Und mit diesem Gesetz sollen auch Möglichkeiten geschaffen werden, die diese Entscheidungen auch beschleunigen. Es soll zum einen die Anordnung der Rückführung mit der zwangsweisen Durchsetzung verbunden werden können, sodass das Ganze in einem Vorgang anstatt in zwei Entscheidungen erfolgt, um auch entsprechend Zeit zu sparen. Bei einer gütlichen Einigung zwischen den Elternteilen soll trotzdem auch auf die Dringlichkeit der Entscheidung hingewiesen werden, damit eine Entscheidung auch rasch getroffen werden kann. Und es wird die Mitwirkung der Sicherheitsbehörden bei der Aufenthaltsermittlung ermöglicht. Ebenso Anfragen beim zentralen Melderegister und beim Hauptverband der Sozialversicherungsträger. Wobei hier in den Erläuterungen klargestellt ist, dass die Adresse des Kindes und des entführenden Elternteiles nicht an die anderen Elternteile, an den anderen Elternteil weitergegeben werden darf. Und in diesem Abänderungsantrag wird noch mehr auf das Kindeswohl eingegangen. So zum Beispiel, wenn sich herausstellt, dass das Kindeswohl nach den konkreten Umständen des Einzelfalles gefährdet wäre, dann soll die Vollstreckbarkeit ausgeschlossen werden können, beziehungsweise sind Einwendungen dagegen zu berücksichtigen, wenn nachträglich Umstände eingetreten sind, die das Kindeswohl gefährden. Und es soll tunlichst auch ein Kinderbeistand zur Unterstützung des Kindes bestellt werden. Mit zunehmender Internationalisierung von Ehen und Lebensgemeinschaften wird es sicherlich auch notwendig, eben solche Sachverhalte zu regeln. Und mit diesem Gesetz wird insbesondere auch das Kindeswohl noch mehr in den Mittelpunkt gestellt. Deswegen ersuche ich um entsprechende Zustimmung. Das Gesetz führe zu einer Verfahrensbeschleunigung, so Friedrich Ofenauer von der ÖVP.